Na, haben Sie die Stadtbücherei Ravensburg erkannt? Ich heiße Sie herzlich willkommen und heute geht es um die Schätze, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Kennen Sie schon unseren Newsletter Lernen, Wissen, Staunen? Darin berichten wir über unseren Online-Bestand und auch über unseren Bestand hier vor Ort. Sie finden den digital auf unserer Website und wir haben dort das Internet für Sie durchforstet und spannende Tipps, Tutorials und Links für Sie als Erzieherin und Lehrer zusammengestellt. Und wie finden Sie unseren Newsletter jetzt? Schauen Sie einfach auf unserer Internetseite unter der Rubrik nach für Kitas und Schulen. Und das sind bei weitem nicht alle unsere Schätze. Und im Gegensatz zu Piraten verbergen wir sie auch nicht vor Ihnen. Unser Pädagogikbestand. Unsere Zeitschriften. Unsere fremdsprachigen Kinderbücher. Unsere Kinderzeitschriften. Und natürlich die vielen Bücher, CDs, Filme und Toni-Figuren, die Kinder informieren und auf Fantasiereisen mitnehmen. Natürlich können Sie hier suchen, Sie können aber auch von daheim aus stöbern. Bei weitem nicht. Sie haben gerade ein spannendes Thema im Kindergarten oder in der Grundschule. Ich sage nur Wasser, Wetter, Weltall. Menschen, Tiere, Abenteuer. Wir packen eine Kiste für Sie. Solch einen tollen, bunten Koffer packen wir Ihnen randvoll mit Kinderromanen für Ihre Grundschüler und Grundschülerinnen. Und schicken Sie damit auf ein tolles Leseabenteuer. Rufen Sie bei uns an oder schicken Sie uns eine Mail. Oh Benni, was machst du denn heute hier? Ist doch gar keine Kindergartenführung. Aber erzähl doch mal, was du denn sonst so machst mit den großen Kindergartenkindern. Ich sitze ganz bewusst in diesem Sessel hier, denn samstags lesen unsere Vorleser für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Übrigens, wir bieten auch Autorenlesungen für Kindergärten und Schulklassen an. Also, ich sehe Sie in der Bücherei. Wir haben ein Angebot, das jeden anspricht.